bisschen lauter, sonst höre ich dich so schlecht. Das würde ich niemals machen. Einfach die Brille mit Brillenfuß runter. Das würde ich niemals machen. So kriegst du die Katze da drauf. Ich sag's ja nochmal. Stimmt das nicht zu Instagram? Schade. Alles eingestellt, alles so gemacht, wie es gehört. Und es geht nicht. Schön. Also kopieren. Geht Instagram. Geht nicht. Danke vielmals. Schön. Ich dachte, das jetzt noch machen. Es ist offline, es geht nicht irgendwie. Jetzt geht's. Toll. Gut. Jetzt müssen wir hier das nur runterfahren, weil sonst findest du den Chat wieder nicht. So. Nü also. Ja, Silvia, hier ist es auch kalt. Warum soll es uns auch besser gehen? Ne? So, das habe ich und das habe ich auch. Wer schreibt das denn? Das hat er so hier geschrieben. Hier ist ihm jetzt kein Chat, warum? Oh. Naja, Kärnten.
Kärnten ist ja auch quasi nicht mehr Europa, ne? Ist ja schon fast Afrika oder so. Ach nee, das war. Hast du das in Achim? Ich glaube, wir haben nur 8 oder so. Thank you.
herzlich willkommen im House of Blues, liebe Leute, heute. Hier ist das House of Blues, habe ich schon gesagt, mit dem Tuesdays Blues Day Livestream auf Facebook, YouTube, Instagram und X. Ich bin Henning Petit und spiele das Klavier und moderiere und Dörte macht die Kameras. Ich habe schon gesehen, ganz viele Leute, Uwe aus Kirchlindeln, Willy Brown aus Kirchlindeln, Silvia, Anke, Neukölln, ich habe alle gesehen. Ich habe auch gesehen, Daniel dachte, wird's deine Frage, warte mal, das Bild, Doppelsando? Wieso Ralf Jakowski von Glissando? Der spielt in der Band. Das weißt du doch gar nicht, ob es die noch gibt. Oh, oh shit, das kann ich nicht sagen. Ich hab's zwar gegoogelt, aber gut, das ist natürlich vielleicht nur alt, ne? Ja, keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Aber Ralf Jakowski ist jetzt nicht typisch hauptsächlich Glissando, das stimmt so nicht. Nee, das spielt. Uff, weiß ich nicht. Die anderen kenne ich ja alle nicht. Wieso welche anderen? Ich ja Ralf ist Schlagzeuger. Ja, so. Ja, und aber mit seiner Frau hat er doch. Aber da steht ja hier nicht. Ralf Jakowski von Glissando. Und was soll. Was, okay. Ralf ist Schlagzeuger und spielt mit relativ vielen unterschiedlichen Leuten. So, ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das verstehe ich. Der ist nicht nur bei Glissando. Keine Ahnung, weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall war das die Besetzung mein Trio damals. Ich glaube, das ist 20 Jahre her, nicht, dass ich mit denen aufgenommen habe. Damals diese Trio-CD. Ach guck mal, ganz kurzen Moment. Bin sofort da. Kann doch sein. Der Burghof Rethem, das sind ja ein Haufen Blasenhirne, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt auch welche, die sind keine Blasenhirne, aber die meisten haben da hier eine. Was denn? Vielen Dank. Es gibt aus. Wieso das denn? Also was ich sagen wollte, war das hier. Das ist die Trio-CD. Kann man das sehen? Ja, sieht man so gut. Und jetzt muss ich schnell mal gucken, wann das aufgenommen wurde. Aufgenommen 2004, siehst du? Booklet hat Axel Zwingberger den Text geschrieben. Also fand er das wohl ganz gut. Hinten kann man auch mal sehen. Ne, kann man das sehen? Ja, das kann man natürlich, das ist zu klein, das kann man ja so schon gar nicht mehr sehen. Das ist eine Mischung zwischen Blues und Boogie Woogie und so ein bisschen jazzige Einflüsse damit reingerutscht. Das hat ganz viel Spaß gemacht, so das zu machen. Und kann man auch bei mir auf der Webseite bestellen, was natürlich gleichzeitig auch ein wenig die Werbung sozusagen, also diese Livestream-Konzerte hier am Dienstag, die kosten ja keinen Eintritt. Und wir freuen uns aber sehr, weil wir das immer leider auch noch, leider immer noch brauchen, wenn ihr uns privat etwas Geld spenden würdet. Und wenn es für einen Zehner ist oder ein 20er, ein Fuffi, ein Huni, je nachdem, was man so kann, das hilft sehr, weil einfach das Geld so nicht reicht. Das ist zwar traurig. Und die CD-Bestellungen im Webshop auf meiner Seite würden natürlich auch sehr helfen. Danke, Silvia, für die Werbeeinblendung. Silvia hilft manchmal so ein bisschen dabei und macht diese Einblendung, damit man sehen kann, wo man spenden kann. So! Musik
coming to Kansas City. Kansas City, I come. Going to Kansas City. Kansas City, here I come. They got some crazy little women. I'm gonna get me one. I'm gonna be standing on the corner off Tribe Street and Vine. Standing on the corner off Tribe Street and Vine with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Oh, might take a train, I might take a plane. If I have to walk, I'm gonna get there just the same. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. Got some crazy little women. I'm gonna get me one. Das Stück von Little Willie Littlefield, was ein Welthit wurde. Leider hatte man ihm quasi das Stück geklaut, sodass in den ganzen Composer Credits niemals sein Name stand, sondern immer andere Leute, die haben dann auch dafür kassiert. Uwe? Wer ist Uwe? Und wer ist das nur wieder? Ach so. Hey Pete! Ich wollte das, we're going to Kansas City, weil in Kansas City ist ein großer Zweig, wie soll man das jetzt mal formulieren, ein großer Teil des Boogie-Woogie, so wie wir den heute kennen, stammt nicht aus New Orleans oder Memphis oder was das ist. Kansas City. Zum Beispiel Pete Johnson, Big Joe Turner, Jay McShann, Mary Lou Williams, weiß ich gar nicht, kommt die auch daher? Habe ich vergessen, aber ich glaube, könnte schon möglich sein, ja. Könnte sein. Well, I've been to Kansas City. Good and everything is really all right. To Kansas City, good and everything is really alright. See the boys jump and swing, way into broad daylight. I dreamed last night, I was standing on 18th and Vine. Night. I was standing on 18th and Vine, just hanging with my baby. I can hardly keep from crying.
gonna watch the baby when the tears roll down her cheek. I wanna watch the baby when the tears roll down her cheek. I wanna hold her hand and tell her that the kind heart can be beat. Von Big Joe Turner, glaube ich jedenfalls. Hey Jan, nach Hessen. Heute ist Motto sozusagen Kansas City. Welche Trio eben auf der See war das noch? Da musst du mal gucken, ob du die hast, Ulrich Antrop. Die. Das musst du sie halt verschenken. Ne? Wir können ja mal sozusagen das Paradestück machen. Thank you.
Thank you.
einer, Boogie! Alles klar, da hinten im Regieraum? Mein Gott, hast du da viele Geräte rumstehen, das gibt's doch nicht. Ich habe hier nur ein so ein Ding, da steht alles voll mit Apparaten. Ach, jetzt habe ich den Rest von Roland Pete gar nicht mehr gesungen. Naja, gut. Hier brennt die Hütte im YouTube oder was? Hier. Klasse. Keine Untertitel, bitte. Sehr schön. So, Leute, vergesst das Spenden nicht. Musiker, Kollegen sind natürlich ausgenommen vom Spenden, ist eins klar, ne? Thank you.
begin to drive me down. My babe, she had enough to put me out. She drive me like a stranger from my door. For you! Derisch ist taub! Wienerisch, Derisch. Red Derisch. Das hast du gemacht? Ja. Wo denn? Gemacht, wo? An der Seite, da scheint auch so. Bei Fatzbuch? Nee. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hast du? Nee, du hast ja gespielt, das geht hier nicht. Das ist vom Bass Going Crazy. So ein Stück, ne? That's what you mean? Was funktioniert nur bei Death Metal? Was funktioniert nur bei Death Metal? So meinst du taub werden? Nee, stimmt. Also Wienerisch, das kann ich ja so ein bisschen verstehen, weil ich ja da auch in Wien eine Zeit lang zu wohnen pflegte. Was? Das ganze Zimmer wackelt vor Lautstärke. Was ist denn die Feuerzangenbowle? Na, die erzählen mit Heinz Luhmann und den Schülern. Ah, kenne ich nicht.
ein Quatsch gucke ich nicht. Das ist alt. So, pass mal auf. Ich muss mal was spielen hier. Ich hoffe, das klappt. Weiß ich nicht. Mal gucken. Gut? Oder nicht? Nicht rummosern. Ich moser doch gar nicht. Nee, nur muss man was hören auch. Das ist ein Röhrenverstärker, deswegen dauert das immer ein bisschen, bis der da zu hören ist. I got rambling on my mind. I got rambling all on my mind. I hate to leave my baby, but she treats me so unkind. When I first met you, baby, you treated me like a king. When I first met you, baby, you treated me like a king. When we were together so long, my love don't mean a thing. I hate to leave my baby standing in the back door crying. I hate to leave my baby standing in the back door crying. I love you, pretty baby, but you treat me so unkind. I got mean things on my mind. I got mean things all on my mind. I hate to leave you, baby, but you treat me so unkind. She treats me so unkind. She treats me so unkind. She treats me, she treats me, she treats me, she treats me so unkind. Thank you.
I was running to the station, and I caught the first train I could see. I was running to the station, and I caught the first train I could see. I'm mad about you, and you're mad about me. I got mean things on my mind. I got mean things on my mind. Meinst du? Keine Kommentare, Gemecker? Nein. Muss mal gucken, weil ich kann ja da hinten nichts sehen, was ihr so alles für Mist macht. Heinz Rüdiger? Wie du geschrieben hast. Aber was hat das mit der Feuerzeit? Ja, man, weil Heinz Rüdiger sehr präsent da auch so rumgedonnert hat. Gutes Tröpfchen ins Köpfchen. Kein Lalelu, nee, bitte nicht. Natürlich nicht. Bist du verrückt? Ich kann nicht so gut spielen, weil das im Finger weh tut. Obwohl, stimmt das überhaupt? Ja. Ihr seid gerade lustig, ja, das merkt man. Wir tanzen noch. Was soll das bedeuten? Jetzt geht das hier auch schon wieder ab. Kannst du eigentlich sehen, ob da bei Instagram jemand ist? Instagram ist ja hier, ist das das, was ich auf dem großen Bildschirm sehe? Ja. Da sind welche, ja. Warte. Das ist ja mal ein schönes Bild. Das ist ja mal ein schönes Bild. Flip, ist denn Kilian heute nicht da? Nee, wohl nicht. Nee, stimmt. Kilian ist gar nicht da. Er übt wahrscheinlich. Boogie Woogie. Oder er ist bei seinem Lehrer. Du meinst, ich darf mich nicht in die Nesseln setzen? Ach Leute. Rüdiger und Edeltod, ich hoffe, ihr seid auch dabei. Aber schade, dass ihr nicht mitschreiben könnt hier. Dann könnt ihr auch mal sagen, oh, jetzt wäre das schön oder das. Warum meldet ihr euch eigentlich nicht an bei YouTube? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Komm, ein Stück haben wir noch. Einmal das Mojo, bitte. Thank you.
Leute, das war's für heute mit dem Tuesdays Blues Day Livestream aus dem Haus of Blues. Mit mir Henning Petier am Klavier und der an den Kameras. So Leute, wir machen es ganz einfach. Für einen Zehner spiele ich noch eine Zugabe. Schmeißt mal zusammen. Komm, jeder einen Euro. Da hat er doch locker einen Zehner zusammen. Ach ja. Genau, der sagt was. 20. Kiwi. Wer ist denn nochmal Kiwi? Kiwi, wer bist du? Kennen wir dich schon? Und was? Ja, ich spiele noch was. Ich spiele noch eins. Es ist eher bayerisch, das Ohrens. Ahn. Los, schmeiß ein bisschen Geld zusammen. Für einen Zehner spiele ich noch einen, Mensch. Okay. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ja. Dachtewitz, das hast du dir so ausgedacht, du Dachtwitz. Aber was soll ich denn überhaupt spielen? Ja, wünschen darf sie sich was. Was würde sich denn Sylvia wünschen, wenn sie wünscht, wenn sie das könnte? Nein, habe ich nie gesagt. Jetzt ist sie schon weg. Ist umgefallen oder so. Peter O'Toole, also was ist denn hier? Hey, was? Ja, ihr freut euch alle. Jensi Stomp, ja, das ist gut. Ich gebe es ja zu, das kann ich nicht mehr. Das konnte ich mal. Das war so, ja, in den ersten 10 Jahren meines buddhistischen Daseins konnte ich den Jensi Stomp spielen. Nee, warte mal, Jensi Stomp? Nee, Jensi Stomp, doch, das, ja, stimmt. Aber das habe ich vergessen, habe ich irgendwann nicht mehr gespielt, leider. Ist eigentlich schade, ne? Das ist eine witzige. Aber das, da komme ich so ins Vertüdeln. Aber wo hast du das denn gehört? Auf CD oder auch live irgendwo mal? Nein, ihr müsst jetzt nicht wegen der Zugabe spenden. Das ist doch nur Quatsch. Die mache ich jetzt natürlich gerne. Aber das war schon ernst gemeint. Wir brauchen echt Kohle. Das ist zwar peinlich und alles. Peinlich, aber wir brauchen Geld. Und jeder Zehner, jeder Zwanziger, jeder Hunderter, Fuffi, was auch immer, das hilft. Weißt du jetzt, was du spielst? Oder? Was da aus 3 Jahren? Aber Jensi Stomp kann ich ja nicht mehr spielen. Okay.
back to Alabama. That is not a place for me. I never will go back to Alabama. That is not a place for me. I killed my sister and my brother, and the whole world of them people go down there free. I never will love Alabama, and Alabama never seemed to love poor me. I never will love Alabama, and Alabama never seemed to love poor me. I wish you would rise up one day and lead my people to the land of peace. For my mother, and it pulls over as I shut him down. My brother was taken up for my mother, and it pulls over as I shut him down. Du meinst mit dem My Life, meinst du wahrscheinlich das lange Stück, mein Lebensstück, vermute ich mal. Ja, nächste Woche ist eine gute Idee. Ob ich für nächste Woche den Jensi Stomp hinkriege, das weiß ich nicht. Weil das ist, man glaubt es vielleicht nicht, aber das Stück ist echt kompliziert. Also es klingt sehr einfach, aber es ist wirklich kompliziert. Viel komplizierter als die ganzen anderen Stücke. Echt jetzt. Kein Witz, also ist keine Ausrede. Aber es ist eine gute Idee, eigentlich trotzdem das mal wieder zu üben. So schlecht ist die Idee wirklich in der Tat nicht. Darf ich noch einen spielen, Dörde? Natürlich. Für jedes Stück ein Zehner. Oh. So. Öl. Also wir haben heute ja das Thema Kansas City. Noch ein Stück von Big Joe Turner. Chair. I get the blues, I get me a rocking chair. Blues will take me on a rock right away from here. I get lonesome, I jump on the telephone. One more tears and hold it a long time.
flop and fly. I don't care if I die. Flip flop and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Für heute. Wir sehen uns nächsten Dienstag, falls wir nicht zwischendurch irgendwann noch mal einen Gitarrenstream extra machen. Ansonsten bis Dienstag. Vergesst das Spenden nicht, falls ihr schon noch nicht gespendet habt. Oder bestellt eine CD. Das hilft auch genauso. Genau. Schlaft gut. Guter Schlusssatz. Nee, der hat aber lange durchgehalten. Uwe, hast aber lange durchgehalten. Dafür, dass du so früh aufstehen musst. Alle Achtung. Was ich auch.
Und dann musst du zum Beispiel mit dem hier einmal nach rechts gehen. Das macht immer noch nicht, ne? So. Ja, das ist wahrscheinlich schon ein ISL. Kannst du mal wegschicken, ne? So schon.